Hallihallo, meine lieben Papas und Mamas, Mamas und Papas und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, ihr könnt es schon sehen, heute geht es wieder um das Thema Schulranzen. Und zwar geht es um den neuen GMT Trend Pro. Das erste Mal auf meinem Kanal, dass ich jetzt auch einen Schulranzen für die etwas älteren Kinder vorstelle. Denn dieser Schulranzen, man sieht es vielleicht auch schon am Design, ist eher für die Kinder, ich würde mal so sagen, ab der 4. Klasse aufwärts. Denn eine Voraussetzung für den Schulranzen ist 1,40 Meter Größe, ungefähr bis 1,80 Meter Größe, dann passt der optimal. Der Trend Pro hat 32 Liter Volumen, wiegt 1550 Gramm. Ich würde sagen, damit kriegt ihr eigentlich alles verstaut, was in der 4. Klasse und aufwärts anfängt. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt mal Stück für Stück an. So, natürlich habt ihr gesehen, es gibt den in zwei schicken Farben, wobei ich sagen muss, das Himmelblau, meine Lieben, guckt euch das mal ganz genau an. Das holt mich persönlich sehr, sehr ab. Ich finde, das ist eine extrem schicke Farbe. Sieht super cool, super modern aus. Ich zeige euch jetzt mal kurz am Hand des Schwarzens, wie der Ganze aufgebaut ist. Denn auch hier wieder wichtig, auch gerade für die älteren Kinder, dass die Wirbelsäule schön entlastet ist. Dafür haben wir hier wieder die Punkte, die dann aufliegen. Gleichzeitig auch ordentliche Belüftung ist. Ich halte das mal ein bisschen in die Kamera, ich hoffe, man sieht das schön. Also ihr habt da wirklich die Punkte, damit der vernünftig an den Rücken anliegt und trotzdem eine gute Durchlüftung habt. Natürlich, wie bei allen GMT-Rucksäcken, habt ihr auch wieder die S-Form, dass ihr das schön anlegen könnt, dass es sich später schön hinten an das Kind anpasst. Auch hier vorne wieder den verstellbaren Einsatz. Je nachdem, wie groß das Kind ist, könnt ihr hier dann den Brustgurt verstellen. Und natürlich, damit es auch wieder ordentlich auf der Hüfte sitzt, könnt ihr auch den Hüftgurt komplett individuell einstellen. Einen schönen Griff hier oben haben wir. Wir haben hier hinten eine große Tasche. Eine große Tasche, ein großes Fach. Vielleicht dann schon für die Kinder, die Tablet oder irgendwas haben, könnt ihr hier schön reinpacken. Oder halt die schweren Schulbücher, dass die wirklich hinten am Rücken liegen, dass der dann auch wirklich das Gewicht, das habe ich auch bei denen für die Jüngeren schon immer gesagt, dass der Schulranzen möglichst dicht ist und dass das Gewicht möglichst auch dicht hinten am Rücken ist. Ja. Das nächste Fach. Natürlich habe ich vergessen zu sagen, auch bei GMT wieder der Turnbeutel in der passenden Farbe dabei und auch wieder Schlampermädchen in der passenden Farbe dabei. Ihr könnt es schon sehen, auch hier im nächsten Fach haben wir nochmal ein extra Fach für schwere Sachen, damit die wirklich ordentlich anlegen und nicht so rumbaumeln. Ich zeige das einfach mal so in die Kamera. Ich glaube, dann könnt ihr euch immer am besten einen Eindruck davon machen. Wir machen das mal wieder zu. Denn auch hier vorne haben wir noch ein besonderes Fach. Das macht ihr rechts und links auf. Und dann schaut mal. Ohne dass ich jetzt den Ranzen großartig bewege, könnt ihr dieses Fach jetzt nach vorne aufklappen. Habt da also Platz, was reinzupacken, ohne jetzt durchzuwühlen und könnt es dann ganz entspannt durch diesen Klappmechanismus einfach rausziehen. Und hier habt ihr dann auch nochmal eine kleine Tasche, vielleicht für Geldbeutel oder Wertsachen, die ihr nicht verlieren wollt. Auch hier oben nochmal, ich klappe das mal wieder hoch, ein Gurt zum Einstellen, falls ihr mal ein bisschen mehr Platz braucht oder falls ihr hier was reinsteckt, was oben rausguckt, damit ihr es dann hiermit auch nochmal befestigen könnt. Finde ich, ist sehr gut und clever gelöst. An der Seite haben wir auch noch Seitentaschen für Trinkflasche etc. Die sind, ich zeige es mal von der anderen Seite, mit so einem kleinen Gummi hier, damit es dann auch fest dran gedrückt wird. Wow, ein schwieriges Wort. Auch auf der anderen Seite Trinkflasche rein und damit sie nicht rausrutscht, durch das Gummi wird es wieder fest dran gezogen. Außerdem Thema Sicherheit, ihr wisst es, wir haben hier Reflektoren, wir haben an den Seiten Reflektoren und trotzdem es natürlich ältere Kinder sind, haben wir auch nochmal hier dezente Reflektoren und natürlich auch so ein bisschen im Muster an der Seite Reflektoren, damit das Ganze stylisch aussieht und trotzdem aber sicher ist für eure Kids. Ansonsten haben wir wieder komplett allen Bereichen am Rücken Einstellmöglichkeiten, sei es hier oben auf den Schultern, sei es hier wie gesagt in der S-Form, sei es hier unten auf der Hüfte, so dass der dann später perfekt für euer Kind am Rücken sitzt. Und wie gesagt, die schweren Sachen hier ins vordere Fach oder halt wie gesagt ab 4. Klasse, bei uns ist es auf jeden Fall so, da gibt es dann auch schon iPad oder andere Tablets, ja, dann können die sicher hinten verstaut werden. Ihr habt noch ein bisschen Puffer nach vorne, wo ihr dann halt die anderen Schulsachen verstauen könnt oder halt ihr nehmt die extra Tasche, die hier mit dabei ist. Dann habt ihr hier nochmal ein bisschen Luft dazwischen, zwischen wertvoll und normalen Schulsachen. Also ich muss sagen, optisch gefällt er mir sehr, sehr gut, beziehungsweise, oder gerade diese blaue Farbe finde ich persönlich sehr, sehr cool. Also die ist echt top gelungen. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera gut zur Geltung.
Aber auch da gibt es natürlich dann zum Schutz, bei dem sieht man es jetzt nicht ganz so stark wie beim Schwarzen, die Reflektoren, damit euer Kind auch während der dunklen Jahreszeit super gesehen wird. Meine Lieben, wie immer packe ich euch GMT unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem Schulranzen, vierte Klasse aufwärts, wie gesagt, Mindestgröße 1,40. Ich blende euch jetzt mal ganz kurz ein Foto von meinem Kind ein. Das ist 1,30. Da seht ihr, ein Stückchen fehlt noch. Also die 10 cm tatsächlich fehlen noch, damit der Rucksack wirklich gut sitzt. Aber auch selbst bei ihm sitzt er schon sehr straff, sehr gut hinten am Rücken. Aber ich denke auch vom Design und allgemein von den Fächern, wie die angeordnet sind, sind das eher was für die Kinder, die dann auf vierte Klasse aufwärts sind, die dann schon ein bisschen mehr dabei haben, beziehungsweise vielleicht auch schon ein bisschen wertvollere Sachen, die hier gut geschützt werden und gepolstert werden müssen. Natürlich ist er auch an sich robust, was unten angeht, was die Seiten angeht, stabil. Ne? Also damit kann man ordentlich was machen. Wie gesagt, ich hoffe, man sieht es jetzt nochmal schön hier hinten mit der Entlüftung, mit den Polstern hinten am Rücken. Die beiden Farben gibt es aktuell, meine Lieben. Das sollte mal ein kurzer Einblick für euch sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Habt ihr noch Fragen zu dem neuen GMT Pro Trend? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich versuche es natürlich bestmöglich zu beantworten. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye. Und wenn ihr noch nicht habt, lasst jetzt gerne ein Abo da und drückt das Däumchen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Macht's gut.